Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Autarkie – Leben in Freiheit, dem Videochannel zum gleichnamigen Buch von Franz Spreitz und mir, Lukas Pavek, von autarkie.at. Wir senden hier quasi live aus der Wiener Quarantäne und wollen ein bisschen Hoffnung geben und aufzeigen, wie leicht es schon ist, heutzutage sich selbst mit Strom zu versorgen. Wir schalten deshalb gleich live zu Michael Maresch an der Wiener Stadtgrenze. Er hat ein ganz besonderes Haus und sich beispielsweise seinen Batteriespeicher teilweise aus kaputten, kostenlosen E-Bike-Akkus zusammengebaut. Mehr darüber wird er uns gleich erzählen. Michael, du betreibst ja einige Server für deine Firma. Die müssen ja ständig in Betrieb sein, damit die funktionieren für deine Kunden. Hast du da in irgendeiner Weise Sorge, oder wie bereitest du dich vor, dass die auch tatsächlich immer funktionieren und immer in Betrieb sind? Wir persönlich sehen jetzt im Moment noch keinerlei Anzeichen für einen Stromausfall. Blackout-Experte Herbert Sauruck sieht in der aktuellen Situation sehr wohl die Gefahr eines Blackouts durch die Corona-Auswirkungen. Wie bereitest du dich davor? Hallo Lukas, ich stehe hier vor einem Teil meiner Solaranlage. Bilanziell bin ich übers Jahr stromautark, das bedeutet, ich produziere mehr Strom, als ich im ganzen Jahr verbrauche. Das ist in meinem Fall sogar relativ viel, wir reden hier von knappen 50.000 Kilowattstunden jährlich. Das ist deswegen so viel, weil ich nicht nur einfach nur eine Firma oder ein paar Server betreibe, sondern zwei Firmengebäude, ein Privathaus, ein paar Elektroautos und auch die Heizung per Strom betreibe. Gespeichert wird der Strom in Akkus, konkret in Bleiakkus, in Lithiumakkus. Und wie du schon angesprochen hast, sogar in defekten Akkus aus dem Müll, einfach um auch da ein bisschen was für die Energiewende zu tun. Wenn ein Stromausfall passieren sollte, was in diesen Zeiten durchaus im Bereich des Möglichen ist oder eher im Bereich des Möglichen ist, bin ich da ziemlich entspannt. Die Anlage schaltet im Millisekundenbereich um und ich habe Strom sogar für Heizung und sogar für die Elektroautos. Wie lange kommst du mit einem reinen Batteriebetrieb aus? Im Sommer würde ich sagen, könnte ich den ganzen Sommer ohne irgendwelche Einschränkungen komplett autark durchhalten. Im Frühling, im Herbst größtenteils, aber das Interessante ist der Winter. Wenn zum Beispiel Schnee auf den Dächern ist und die Photovoltaik ein bisschen beeinträchtigt ist oder sogar sehr beeinträchtigt ist, wie lange hält man da durch? Und ohne etwas zu tun, ohne einzugreifen, würde ich sagen, ist es mal mindestens ein Tag. Aber mit ein bisschen Hilfe, mit ein bisschen Eingreifen, mit ein bisschen Optimieren schafft man auch daran viele, viele Tage. Wenn man den Schnee notfalls von den Dächern räumt, dann sogar ein paar Tage noch mehr. Bei so viel Computer-Rechenleistung entsteht ja auch sehr viel Abwärme. Nützt du die in irgendeiner Weise? Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die mich auch eine Zeit lang beschäftigt hat. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Wir befinden uns jetzt im Serverraum. Es ist hier ziemlich laut, normal bei Serverräumen. Wir haben hier die Server und es ergibt sich vor allem im Winter dann eine etwas perverse Situation oder auch in der Übergangszeit. Man muss den Serverraum kühlen und gleichzeitig muss man die anderen Räumlichkeiten beheizen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, kann man irgendwie diese Wärme zum Heizen nutzen? Es war eine etwas ungewöhnliche Lösung, aber unter dem Strich eine sehr, sehr einfache. Eine stinknormale Brauchwasserwärmepumpe wurde einfach umgebaut oder angeschlossen an das Heizungsnetz. Die Brauchwasserwärmepumpe kühlt die Luft hier in diesem Raum und gleichzeitig erwärmt sie das Heizungswasser. Das Interessante ist, dass ich damit sogar das gesamte Jahr durchkomme. Das heißt, ich muss im Winter nicht mehr anderweitig heizen, nicht mehr fossil heizen, rein nur über diese Wärme, die im Serverraum entsteht. Das war's für heute. Mehr Informationen zu Michaels Haus findet ihr unter www.autarkie.at sowie in der Videobeschreibung unten. Und wir werden in Kürze weitere Folgen präsentieren, wo wir aufzeigen, wie solche Systeme funktionieren, wie die einzelnen Komponenten aufgebaut sind, wie man sich diese zusammenschrauben kann und hoffen damit ein bisschen eine sinnvolle Beschäftigung in der Quarantänezeit zu ermöglichen. Bis zum nächsten Mal. Wir wünschen viel Autarkie, einen hohen Autarkiegrad. Auf bald.